Vielleicht solltet ihr vorher ein Guardianum wirken oder ich auf euch aufpassen. Ja, das wäre besser, wenn ihr auf mich achtet. Meint ihr, der Guardianum wird eure, nun ja, Hellsicht stören? Muss mich auf die astralen Schwingungen dieses Ortes einlassen, aber ich glaube eigentlich nicht. Nun, wenn ihr einen derartigen Schutzzauber wirkt, müsste der mich ja nicht unbedingt stören. Nein, ich glaube nicht. Ich kenne eure Signatur ja mittlerweile gut genug und auch die des Guardianums, da ich den Zauber ja selbst beherrsche. Denke ich, kann es ausblenden. Nun, da dieser Zauber zeitlich limitiert ist, könnt ihr auf ein Zeichen geben? Nein, vermutlich nicht. Ich werde ganz versunken in die Geschichte sein. Ich werde nichts außen herum wahrnehmen. Das heißt, ich werde auch kein Zeichen geben können. Aber vielleicht, wenn ihn etwas angreift oder so, oder ihm Schmerzen zufügt, meint ihr, wir könnten das an seinem Gesicht ablesen? Nun, wenn mir etwas Schmerzen oder Leid zufügen würde, körperliches Leid, dann würde der Zauber ohnehin gestört werden und vermutlich abbrechen. Wenn er denn an der Armbrust vorbeikommt. Und ich bezweifle, dass so ein Melde an der Armbrust vorbeikommt. Nun, eher wohl an einem dicken Kopf, aber... Nun ja. Meine Armbrust ist stark. Dann bleiben wir vielleicht einfach sicherheitshalber in der Nähe und vertrauen auf euren starken Willen. Ja, das ist eine gute Überlegung. Im Zweifelsfall könnt ihr dann immer noch eingreifen. Gut, dann hole ich die Bücher von oben und etwas zu schreiben. Dann setzen wir uns um den Tisch und bleiben einfach in der Nähe. Ja, ich würde dann meine Vorbereitungen für den Blick in die Vergangenheit beginnen. Währenddessen kommt auch keine Setianer in den blauen Palast. Hallo? Hallo? Da oben! Komme! Ja, so tritt er nach oben und ihr könnt dann sehen, wie er ebenso vor dem Gemälde stehen bleibt. Oh, Kanasitjana, sehr gut. Hast du das mitgebracht, worum ich dich gebeten hatte? Ihr habt mich nicht gebeten, aber Haswolf hatte mir gesagt, dass ihr wohl etwas von mir braucht und da habe ich eine große Auswahl mitgebracht, ja. Richtig. Es geht einfach darum, dass ich wach bleibe in den nächsten 7 Stunden. Steht ihr? Ja, das werde ich einrichten können. Also wie gesagt, ich habe alles, was wir brauchen und das kriegen wir auf alle Fälle hin, ja. Oh, wunderbar. Nun, es geht um dieses Gemälde, das wir wohl analysieren müssen und möchte da einmal genauer hinblicken. Das dauert ein bisschen und ich muss mich viel konzentrieren und da dachte ich mir, mit etwas Hilfe von euch wird das sicherlich gelingen. Seid ihr euch sicher? Warum sollte ich mir nicht sicher sein? Naja, kennt ihr diese Angst vor dem Unbekannten, die einem durch Mark und Bein geht wie ein dunkler Keller, den man nicht betreten möchte, weil dort unten Spinnen oder so etwas sein könnten? Eigentlich nicht, ich mag Keller. Ich bin ein Zwerg. Und kennt ihr diese Angst vor dem Unbekannten, wenn man das erste Mal das Tageslicht sieht und die Höhle verlässt? Natürlich, jeder kennt diese Angst. Aber wir sind ja gewachsen an dieser Angst. Wir haben uns einem großen untoten Drachen gestellt und einem buckligen Zauberer. Und ich denke, so alles in allem haben wir unseren Job ganz gut gemacht. Und deshalb müssen wir auch keine Angst vor einem buckligen Gemälde haben. Ja, ja. Tja, wenn ihr das wüsstet, was ich weiß, dann wäret ihr wohl noch viel mehr in Angst. Nun, wenn ihr etwas wisst, Kanizetiana, dann wäre es schön, wenn ihr dieses Wissen mit uns teilen würdet, wenn es in dieser Sache von Nutzen sein kann. Tja, die EDU, die Magiergrafen von Edas. Und dieses Symbol, das ist das Wappen der Familie von Malkis. Ah,
Magiergrafen, Makis. Das klingt interessant. Könnt ihr das ausführen? Wenn ich euer Seelenheil nicht gefährden möchte, nein. Ihr habt gerade gesagt, dass es eurer Einschätzung nach gefährlich ist, das Bild zu untersuchen. Also erzählt uns etwas, was uns davon abbringt. Oder bewirkt, dass wir weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Tja, es gibt das verborgene Wissen und es gibt das verbotene Wissen. Mir ist gleich, welches ihr davon sucht. Denn ich selber habe auch beide Türen dazu aufgetreten. Seht ihr dieses, dieses Tetraede, diese Pyramide, die in der Hand gehalten wird? Natürlich. Das ist der Terrilia-Tetraeder. Mondsilber, ein hoher Endurium-Teil wohl. Es gibt rotes Kristallglas, er ist verschollen, aber er hilft, um die Linien dicker zu sehen. Und seht ihr diesen Gürtel, der Schleier der Gleichmut? Was macht dieser Schleier? Gleichmütig? Ihr sprecht von dem siebten Schleier. Oder dem Zemal El Suljev. Der Lustgürtel. Ich sehe keinen Schleier auf diesem Bild. Aber ihr sagt, das hier wäre ein Gürtel? Der Schleier ist um den Gürtel herumgewoben. Oh. Was ist dieser Schleier? Nun, ihr wart dabei, als ich den ersten Schleier gerufen habe in der Schlacht der drei Kaiser. Der siebte ist verschollen. Es ist eines der heiligen Artefakte meiner Herrin. Aber und der Lustgürtel? Der Lustgürtel ist ebenso ein Teil eines Unheiligtums. Er sucht nach einem Herrn oder einer Dame, einer Mistress. Er hat eine Persönlichkeit. Und wenn man ihn nicht unterwerfen kann, dann unterwirft er dich. Er ist seit dem Krieg der Magier verschollen. Woher wisst ihr solche Dinge? Ich konsumiere Wissen anders als viele weitere. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Übrigens würde mich ein weiteres Tagebuch interessieren. Die vier Dinger von Boltax habe ich bereits gelesen. Nun, vielleicht sollt ihr erstmal erzählen, was ihr wisst über diesen Tetraeder. Tja, was macht man mit dem Dreieck? Seitenflächen identisch. Man kann mit ihm die Zeichen verschieben, einen Code entschlüsseln, Dinge öffnen und bewegen. Ah, also es ist wie ein Prisma. Genau. Wie ein Prisma, das Licht zerlegt, so zerlegt dieser Gürtel andere Dinge. Und fächert ihre Farben auf. Man kann verschleiern, man kann tarnen. Oder eben dies aufheben. Ja, fächert ihre Farben auf. Nun, Farben stehen auch für Gemütszustände, Persönlichkeiten. Meint ihr damit, man fächert eine Person auf? Ich meine damit, dass man mit diesem Artefakt alle sieben Sphären auffächern kann. Oh. So etwas habe ich schon einmal gesehen. Was? Ist nicht wichtig. Nun, es scheint mir, dieser Tetraeder täuscht und tarnt, richtig? So ist es. Vielleicht, nun ja, einer bestimmten Domäne zugeordnet, von der ich vermute. Er wurde von den Magiergrafen von Edas erschaffen. Sie sind keine Paktierer, wenn ihr das meint. Eine Geheimloge. Deswegen sagte ich, dass das Wissen eventuell verborgen bleiben sollte. Denn die Loge wirkt in Aranien bis heute. Das sind mächtige Feinde, die ihr euch macht. Ihr spracht auch noch von einer Familie. Wie steht die in Bezug zu diesen Magiergrafen? Oder sind das dieselben? Tja, die Familie von Malkis. Ein altes Wappen, aber es hat sich in dem Laufe der Zeit nur wenig geändert.
ihr müsstet wahrscheinlich in Mikey selbst herausfinden, was dieses Wappen mit diesem Bild, dem Seelensplitterbild, zu tun hat. Eben dies ist auch ein Teil der EDU, denn sie hinterlassen Rätselketten, wo sie auch sind. Ihre Anhänger können sie finden und andere lotsen sie in einen trüben Sumpf. Und genau das ist auch Mikey's, ein trüber Sumpf. Südlich von Zorgan. Im wilden Yalayat. Nun, einem trüben Sumpf begegnet man am besten mit etwas logischer Rationalität. Nicht wahr, Abelmir? Nun ja, ein logischer Sumpf schon. Einen realen Sumpf, nun ja, umgeht man am besten. Ja, natürlich. Wir haben den metaphorischen Sumpf gemeint. Ja. So wie ihr das sehen könnt, diese Person steht auf alle Fälle vor der Weißen Stadt. Das ist Elberum. Vielleicht findet ihr dort weitere Hinweise auf diese Rätselkette. Ich gehe davon aus, dass ihr in der Bibliothek einige Hinweise auf die Kabalja findet. Nun, nichtsdestotrotz möchte ich mir nochmal die historische Komponente dieses Bildes etwas genauer ansehen. Wärt ihr so freundlich und würdet mir ein paar dieser Kräuter aufkochen? Selbstverständlich. Zu einem Tee solltet ihr sicherlich... Könnt ihr während des Zauberns trinken? Während des Zauberns selbst nicht, aber ich würde ihn davor trinken. Dann mache ich ihn besonders stark. Ich könnte euch etwas einflößen. Schlucken könnt ihr doch, oder? Ja, ich kann schlucken, aber mir, ihr müsst mich nicht füttern. Ich wollte euch etwas einflößen, nicht füttern. Ja, nein, ich denke, wir kriegen das schon hin. Nun dann, merket auf. Ja, und dann bereite ich alles Wesentliche vor. Ich setze mich vor das Bild, ich stimme mich auf die astralen Schwingungen ein und beginne dann meinen Zauber zu wirken. Insgesamt werde ich 45 ASP brauchen. Wir hatten die Zeit hier schon errechnet und eine Erschwernis von plus 3. Blick in die Vergangenheit. Dann sag uns mal bitte, was der Blick in die Vergangenheit tut. Ja, der Geode erhält in Zeitraffer Einblick in die Geschichte eines Gegenstandes oder Ortes ausgehend von der Gegenwart. Er erhält bildliche Eindrücke von wem, wozu und unter welchen Umständen der Gegenstand regelmäßig oder häufig benutzt wurde. Ein Jahr erscheint als eine Minute, binnen zweier Tage zöge sich also die gesamte aventurische Menschheitsgeschichte am Betrachter vorbei. Wegen dieser Geschwindigkeit können keine Einzelheiten wahrgenommen werden, nur länger dauernde und sich wiederholende Ereignisse oder größere Entladungen astraler Macht verdichten sich zu wahrnehmbaren Eindrücken. Ebenso die Ereignisse, die die Geschichte geprägt haben, die sogenannten karmatischen Kausalknoten. Der Zauber ist also nicht dazu geeignet, dass ein Geode Detektivgeschichten ruiniert, etc. etc. Die Variante zur Betrachtung der Vergangenheit von Gegenständen ist prinzipiell um 3 Punkte erschwert. Die hast du eingetragen? Genau, die habe ich eingetragen. Und dauert eine magische Untersuchung länger als 6 Stunden, sollen zunehmend erschwerte Selbstbeherrschungsproben verlangt werden, um zu prüfen, ob der Geode die Konzentration aufrechterhalten kann. Dafür habe ich mir ja den Tee bringen lassen, um mir die eventuell zu erleichtern. Ja, würde ich tatsächlich auch machen. Selbstbeherrschung minus 5. Okay. Irgendwas zu beachten während der Zeit? Nein, tatsächlich nicht. Also ich könnte theoretisch rückwärts spulen, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, gut. Was machen derweil die anderen? Rafim und Diamantes können auf alle Fälle wieder zurückkommen. Ja, Diamantes, was wir gefunden haben, spenden wir aber natürlich für den Bau des neuen Tempels. Ja, das war eine ziemliche Ausbeute. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass nur ein verdammter Ohrring in der Truhe drin war. Wer trägt denn nur einen Ohrring? Naja, dieser komische Bauer zum Beispiel. Hatte er nicht zwei, als wir den zum ersten... Ach, nee, du hast recht, er hatte einen Ohrring. Ja, hier hast du deine Dublone. Ja, wunderbar. Ja, wenn wir zusammenlegen, ich hab mal einen so grob überschlagen, da können wir 300 Dukaten rausschlagen. Wenn wir das alles in den Aufbau vom Tempel stecken, dann
können wir schöne Vorhänge kaufen. Meinst du? Sieht schon nach ziemlich viel Gold aus, aber Vorhänge? Das war doch ein Scherz, oder? Ja, wir brauchen noch eine Schale, dann müssen wir auch ein paar Leute anheuern. Du weißt doch, so ein Tempel ist nicht billig. Ja, wir haben es da wohl gut getroffen, dass wir die Mannstärke haben, den so auszuhöhlen, aber ich denke nicht, dass die Trollzacker den gut einrichten können. Ich habe ja schon extra nach einer Frau gefragt, hier so eine Kurgeweihte, die soll das wohl hinkriegen. Du meinst, wir lassen ihr das Gold und alles hier und sie kümmert sich dann um die Einrichtung? Ja, genau. Sowas. Ja. Aber wo sind die anderen eigentlich schon wieder hingelaufen? Ich schwöre dir, wenn die schon wieder vor diesem Bild stehen, dann klatsche ich aber mir eine. Und Boltax hat irgendwas mit 7-Stunden-Gläsern gesagt, die er da stehen wollte. Also wahrscheinlich sind sie noch da. Die machen mich wahnsinnig mit diesem hässlichen Bild, weißt du das eigentlich? Gestern rennt er hier noch rum und brüllt wie der allerletzte Affe. Die scheinen darin irgendwas zu sehen und das Bild ist auch ziemlich unheimlich, aber so lange draufschauen würde ich nicht wollen. Ja, wir gehen jetzt einfach dahin. Ja, hier seid ihr. Überraschend, wer hätte es gedacht, die steht wieder vor dem dummen Bild. Ich schaue diese Verträge durch. Sulamin, er sieht hier einmal. Die Vertragslaufzeit geht bis nun noch 3 Götterläufe in die Zukunft. Ihr solltet ihn erneuern. Das bewirkt was? Nun ja, es bewirkt, dass die Stadtwachen bezahlt werden. Die Stadtwachen, die nicht existieren, meint ihr? Nun ja, sie werden trotzdem bezahlt, wie es aussieht. Wir sollten einmal bei den lokalen Banden nachfragen, wie das so vor sich geht. Aber da hier niemand mehr war, gehe ich eigentlich davon aus, dass hier überhaupt kein Geld mehr irgendwo hingeflossen ist. Nun ja, ein Vertrag ist ein Vertrag. Wir sollten ihn erneuern und andere, Vertragsparteien einsetzen. Ja, da hat er recht, das ist sehr wichtig. Ja, das erscheint Sinn zu ergeben. Und diese Klausel, die müssen wir vollkommen streichen. Also, das geht gar nicht. Gut. Ja. Ihr seht ja hier, falls der Vertragspartner stirbt oder der Vertragsnehmer, nun, seine ganze Familie wird mitversorgt. Das kann so nicht sein. Ja, das ist aber eine sehr freundliche Auslegung. Also das ist ja eher ungewöhnlich. Sulamin, habt ihr euch noch nie mit Söldnerverträgen beschäftigt? Nicht direkt, nein. Oh, da habt ihr was verpasst. Oh, es gibt so schöne viele Regeln. Oh, was Abel mir alles beigebracht hat. Oh, ihr kennt euch aus. Wunderbar. Ja. Muss man ja. Ich schreibe ja ab und zu auch mal einen Vertrag. Nicht mehr viel, wenn ich mit euch unterwegs bin, aber ab und zu kommt man ja nochmal dazu. Ja, jetzt stellt ihr eben Leute ein, statt dass ihr euch einstellen lasst. Ja, richtig. Aber sagt Abel mir, diese Sache mit den Steuern, sehe ich das richtig? Bei dem Zustand, in dem die Stadt ist, können wir unmöglich Steuern erheben. Wir müssen sie erst einmal wieder in einen Zustand versetzen, in dem man hier wieder Steuern herausziehen könnte. Erst einmal muss hier Geld reinfließen, dass die Stadt wieder, aufgebaut werden kann. Nun, die Frage der Steuererhebung ist natürlich eine wichtige Sache. Es ist eine Frage, Steuern zu erheben und Steuern einzutreiben. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, könnte man sagen. Ihr denkt, ich sollte deutlich machen, dass mir die Steuern zustehen, aber gnädigerweise erst einmal darauf verzichten. Nun, auf einen Teil zumindest. Ihr könnt nicht auf alle Steuern verzichten. Ja, also auf den Tempel ziehen würdet ihr eintreiben müssen. Ja, ich hoffe, dass in naher Zukunft die Leute hier wieder Einnahmen haben. Dann können sie auch Steuern entrichten. Aber solange hier alles in Trümmern liegt, denke, es hat wenig Sinn, Steuern zu erheben, wenn die Leute nicht in der Lage sind, sie zu bezahlen, selbst wenn sie wollten. Nun, wenn ich die Papiere hier richtig gelesen habe, wurde schon seit etwa, 10 Götterläufen keine Steuern mehr bezahlt, von keinem. Also zumindest wenn ich mir diesen Ulim anschaue, ich glaube, einige haben durchaus Profit gemacht in dieser Zeit.
Wir könnten eine nachträgliche, Steuer erheben. Eine Steuereintreibung, könnte man sagen. Ja, sehr vernünftig, wie meine daran versagt. Armut schützt vor Steuern nicht. Ich denke, auch eine gründliche Buchprüfung wäre hier vonnöten. Ja. Ja, aber wir sollten nicht zu kurzfristig denken. Die Stadt ist bereits ausgeblutet und ich denke, es könnte sich lohnen, jetzt ein wenig zu investieren und dann langfristig mehr herausziehen zu können. Ja, habt ihr denn Geld, das ihr investieren könnt? Nein, aber wenn hier niemand Geld investiert, dann wird sich hier, denke ich, auch nichts ändern. Naja, also wir haben 300 Dukaten für den Chortempel schon zur Seite gelegt. Der wird schön. Das ist stattlich. Alles aus dem Magen des Malmers gefischt. Ach ja, und die gute Dame aus Al-Anfa hat sich die Ohrringe aus Endurium genommen. Das ist doch in Ordnung für alle, richtig? Gut. Die Adapter. Ja, die Magestra. Irgendwelche Ohrringe aus Endurium und irgendeinem anderen Metall, das ich nicht kenne. Interessant. Ja, sie wollte sie haben und sie ist eine Palligan, also habe ich sie ihr gegeben. Natürlich. Sie hatte keine Wahl. Diamantess, richtig? Wenn eine Palligan fragt, dann bekommt eine Palligan. Wer sind wir, da zu widersprechen? Richtig. Und was habt ihr so erreicht, außer diesen einen Vertrag? Da liegen aber noch ganz schön viele Verträge ab in mir. Sag mal, was hast du denn alles ausgegraben? Ja, die Steuern. Nun ja, diese Buchführung ist den Namen nicht wert. Die letzten 10 Götterläufer, wie gesagt, passiert hier gar nichts. Nun, aber irgendwo muss ja Gold hingeflossen sein. Und dieser Obsthändler scheint sich ein wenig davon unter den Nagel gerissen zu haben. Vielleicht ist Jalan ja deswegen da. Ja, oh, die Steuern eintreiben. Sehr vernünftig. Wie sagt er immer? Alles Gold ist dem Herrn Prios untertan. Nun ja, so weit würde ich jetzt nur nicht gehen, aber in der Tat, Steuern müssen bezahlt werden. Aber wo wir gerade von Tempeln sprechen, was ist jetzt eigentlich mit dem Swafnir-Tempel? Weil die sind ja abgehauen. Also, baut ihn irgendwer wieder auf? Oder nicht? Ich werde auf jeden Fall an die Effertkirche schreiben und dabei auch erwähnen, dass der Swafnir-Tempel in den Kämpfen... Nein, eigentlich nicht. Er wurde ja davor schon zerstört. Einfach nur, dass der Swafnir-Tempel zerstört wurde. Und es gibt ja auch noch diese Geweihte hier, falls die nicht auch die Stadt verlassen hat. Ja, weil sonst könnte ich den Platz gut gebrauchen. Dann mache ich noch draußen einen kleinen Hof, wo die Männer trainieren können. Nun, wenn die Torwalle abgezogen sind, dann werden sie wohl keinen Wert mehr darauf legen. Warum? Hab ich auch gedacht. Außerdem gibt es ja keinen unmittelbaren Grund, wieso der neue Swafnir-Tempel genau am gleichen Platz aufgebaut werden sollte. Warum also, sollte man überhaupt einen Swafnir-Tempel hier haben? Diese Torwallsche Götze. Nun, für mich hat auch eher der Effa-Tempel Priorität. Immerhin ist das eine Hafenstadt. Aber nun, wenn sich Swafnir-Gläubige finden, die hier einen Swafnir-Tempel errichten wollen, dann habe ich da auch nichts dagegen. Ja, es ist ja immer viel Platz vor den Mauern. Oder diesen zerstörten Hafenviertel dahin. Da können die ja umbauen, was sie wollen. Apropos Hafen, ich habe eine grandiose Idee. Ich habe das jetzt schon mal gesehen im Horasreich. Habt ihr schon einmal überlegt, einen Freihafen aufzumachen? Oder ein Gelände für einen Freihafen. Ein Freihafen? Was ist das? Nun ja, ist ein größeres Gelände mit Kontoren und Lagerhäusern, in denen die Händler ihre Ware zwischenlagern können, ohne dass sie dafür Steuern und Zoll bezahlen müssten. Und nur wenn sie eine bestimmte Grenze überschreiten, müssen sie eine Einfuhrsteuer bezahlen. Es würde den Handel beleben. Das würde gewiss Händler hierher ziehen, aber ob sich das am Ende für uns lohnt, das müsst ihr mir sagen, Abelmir. Ich kann das leider nicht einschätzen. Nun ja, natürlich lohnt sich das, weil es zieht Händler an und es wird kosmopolitischer und nun ja, wenn sie
den Hafen als Umschlaghafen benutzen, müssen sie trotzdem ihren Schiffen hier anlegen und wir könnten eine Liegegebühr verlangen. Und das würde auch mehr Söldner anlocken, weil dann ja hier irgendwer die Hafenhäuser bewachen müsste. Und mehr Seeleute. Die genau. Seeleute müssten versorgt werden. Sie müssten unterhalten werden. Da würde sich doch hier dieser linke Teil eurer Stadt anbieten, da wo eh nur die ganzen Fischmenschen gewohnt haben. Da lebt eh keiner mehr. Wenn wir hier schon anfangen, den Hafen in verschiedene Häfen einzuteilen, wie wäre es denn mit einem Kriegshafen und Janka dann zu einem Stützpunkt gegen die blutige See zu machen? Nun, naja, wie viele Kriegsschiffe habt ihr denn? Nun, wenn wir in die Heimat schreiben, das hier als möglichen Stützpunkt verkaufen. Ja, also ich... Ich denke, wir sollten den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Wir können das im Kopf behalten, aber solange der Kampf gegen die blutige See genau aus unserem Schiff und sonst keinen besteht, das ist doch ein bisschen verfrüht, oder? Ja, mögt ihr nicht Unrecht haben. Das mit dem Freihafen klingt nicht verkehrt, Abelmir, aber sagt, wenn das nur ein Teil des Hafens ist, wieso sollte dann überhaupt jemand in der anderen Hälfte anlegen? Streiten sie sich dann um die Liegeplätze? Oder? Es muss hier angelegt werden. Es ist eine Auflage für den Freihafen. Steht hier? Also doch der ganze Hafen. Nein, versteht falsch. Die Ware, die in dem Freihafen gelagert wird, ist zollfrei. Nicht das Schiff selber. Ah, deswegen.